Hallo, heute stelle ich euch die App Koala Bubble vor. Kann kostenlos heruntergeladen werden. Und was vorweg schon mal sehr positiv hervorzuheben ist, die App, obwohl sie kostenlos ist, hat keine Werbung. Sprich, ihr habt weder hier unten Einblendungen von Werbung, noch ploppen Fenster auf oder dergleichen. Ihr könnt die App also wirklich kostenlos laden und dann auch nicht benutzen und ständig werdet ihr von Werbung gestört, sondern es ist wirklich frei von Werbung. Ich mache das Ganze jetzt etwas leiser, damit ihr mich auch gut hört. Wir sind hier im Hauptmenü, sehen hier oben zum einen unsere Diamanten, wie viel Leben wir zurzeit haben und wie viele Koalas wir gesammelt haben. Haben das Ganze in verschiedene Welten unterteilt. Wir fangen jetzt an in Welt 1 und man sieht schon, es gibt hier viele Unterlevel und in jedem Level lassen sich bis zu 3 Koalas sammeln. Man sieht, ich habe teilweise einen, teilweise 2 und wenn man dann in die nächste Welt will, sieht man, es ist immer eine gewisse Anzahl an Koalas vorausgesetzt. In diesem Fall bei Welt 2 48, die man sammeln muss, um diese Welt dann freizuschalten. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem ersten Level mal an, damit ich euch das Spielprinzip erklären kann. Am Anfang wird uns angezeigt, was die optimalen Voraussetzungen sind. Sprich, wie viele Würfe bzw. Stöße darf ich benutzen. Wenn ich da hinauf tippe, wird mir das nochmal erklärt. Eine 10er-Kombo wäre sehr gut. Soll das Ganze im Optimalfall in 30 Sekunden beenden und sollte mindestens 55 Punkte erzielen. Hier unten sehen wir verschiedene Power-Ups, die das Spiel verbessern. Wir starten jetzt einfach so einmal durch, starten das Ganze und sehen, es ist so ein klassisches Bubble-Spiel. Sprich, ich habe hier unten meine Koala-Farbe, tippe da mit meinem Finger hinauf, wo ich das Ganze hinschießen möchte und muss so probieren, möglichst schnell und mit möglichst wenig Zügen das Ganze zu beenden. Man sieht, der erste Level war noch recht leicht. Im Verlauf des Spiels wird das Ganze auch immer anspruchsvoller, sprich die Koalas werden kleiner. Dadurch passen mehr aufs Bild und so kommt es dann auch dazu, dass es wirklich recht schnell ganz schön knackig wird. Ist also wirklich für Langzeitmotivation gesorgt. Gerade eben das mit den vielen Welten finde ich sehr, sehr schön, sodass man immer sagen kann, man schaltet neue Welten frei und hat auch wirklich eine richtig gute Langzeitmotivation. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in Level 3 rein und ich stelle euch die Power-Ups vor. Zuerst klicken wir auf den Einkaufskorb und haben dann hier die Möglichkeit, Power-Ups bzw. Level vereinfacher sozusagen zu kaufen. Kaufen jetzt hier mal 2 Bomben, würde ich sagen. 2 Windräder und shoppen auch hier unten ein bisschen. Hier oben haben wir noch genug. Wenn wir schon dabei sind, würde ich sagen, machen wir einfach alles voll. Dann habe ich auch genug zum Zeigen. Einwandfrei. Dann klicken wir auf das Startsymbol. Wir sehen, das Ganze jetzt schon anspruchsvoll, haben jetzt hier einen schwarzen Teddy. Möchte ich diesen beispielsweise wechseln, die Farbe, tippe ich hinauf und bekomme jetzt einen roten. Das ist also zum Beispiel ein Power-Up. Ein weiteres zum Beispiel ist, wenn ich auf dieses Windrad tippe, dass das Ganze wieder nach oben buxiert wird. Ich denke, die meisten kennen das Spielprinzip, wenn in diesem Fall die Bären hier unten den Rand berühren, ist dann mehr oder weniger Game Over, beziehungsweise dann ist das Spiel eben vorbei. Das muss vermieden werden und davor müssen alle Bären Minimum 3 so kombiniert werden, dass sie sich dann eben auflösen. Ihr könnt natürlich auch mit Bande spielen, was dann doch nochmal ein Ticken schwieriger ist, aber mit der Zeit klappt auch das ganz gut. Und ihr seht schon, es bewegt sich auch schneller. Würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Power-Up, nachdem wir jetzt hier diese schwarzen Bären aufgelöst haben. Wir nehmen die Bombe, schießen dann eine Bombe, schießen diese einfach mal hier rein und es sorgt dann für eine große Explosion. Und in diesem Fall war das sogar hinderlich, da ich da jetzt noch 2 Bären hinschießen muss. Hab den Level aber auch geschafft. Sehe am Ende dann auch jeweils meine Werte, sprich, habe ich das Ganze in der Zeit geschafft, habe ich die nötigen Kombos geschafft und ob ich das eben alles so weit erreicht habe. Gehen jetzt auf den Pfeil zum nächsten Level und wir haben jetzt noch ein Power-Up, was ich euch noch vorstellen möchte. Und zwar ist es, dass die Bären angepasst werden, sprich, wir tippen da hinauf und schießen das hier hin. Dann werden die Bären mehr oder weniger nachsortiert, wenn also zwischendrin ein Bär in einer anderen Farbe dabei ist, wird dieser entsprechend geändert, sodass es eben eine Combo entsteht. Alles in allem muss ich sagen, finde ich das Spiel wirklich sehr, sehr nett gemacht. Es ist kostenlos, die Grafik ist sehr nett, die Animationen von den Bären, wenn sie aneinander treffen, ist sehr schön, wie dann die Augen aufploppen und wie sie sich dann auflösen. Wer also generell auf diese Art von Spielen steht, was ja doch eine richtig große Menge ist, gerade wenn man sich den Play Store ja mal auch anschaut, ist wirklich voll von diesen Games, gehört das auf alle Fälle zu den deutlich besseren. Also ich kann euch das wirklich ganz klar empfehlen, es ist ein kostenloses Spiel. Ladet es euch auf alle Fälle herunter und probiert es aus. Mir macht es eine Menge Spaß, für zwischendurch wirklich die perfekte App. Man sieht es schon, das möchte ich euch natürlich auch mal zeigen. Ich lasse das jetzt mal so weit laufen, dass ich hier den Rand berühre, beziehungsweise beschleunige es. Dann bin ich mehr oder weniger Game Over, kann jederzeit das hier wieder versuchen. Sehe, ich habe hier oben ein Herz verloren und kann es entweder neu starten oder zurück ins Menü gehen und ein anderes Level auswählen.
So viel ist also zu dieser App. Von mir wirklich eine ganz, ganz klare Empfehlung. Koala Bubble, ladet es euch einfach mal herunter und probiert es aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.